Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Projekt. Guts will be watching. Ja, ich glaube aber allerdings, dass das Projekt doch nicht so klein wird. Ich habe mir dazu mal ein paar Sachen angeguckt und es soll schon verdammt schwer sein auf jeden Fall. Naja, und wir gucken jetzt hier einfach mal rein und ich erzähle dann noch was dazu. So, genieße die Herausforderung. Du wirst oft scheitern, aber so haben wir das Spiel nun mal angelegt. Wer uns liebt, wählt diese Variante. Genieße die Story, du wirst immer noch scheitern, aber nicht ganz so oft. Wer uns hasst, vermutlich nachdem er im Original gespielt hat, wählt diese Variante. Ne, wir nehmen dann mal die leichte Variante, denn ich denke, wir werden da schon oft genug scheitern. So, Sergeant Burger. Haltet durch, Leute. Wir kommen hier raus, das verspreche ich. Unsere Forschungsergebnisse stehen, das verstehe ich, aber wie können sie uns nur so sehr hassen, dass sie uns auf diesem Eisplaneten krepieren lassen? Mit Hass hat das wenig zu tun. Xeno Lyffa geht es nur um ihre Mission. Würde sie uns hassen, hätte sie uns exekutiert. Oh, verstehe. Ist das deine Vorstellung von Gnade, Bruder? Burden, nicht Bruder, Burden. Für mich sieht das wesentlich übler aus als ein Genickschuss. Wir sind doch am Leben, oder nicht? Ich kann uns hier wegbringen. Das weiß Liam. Xeno Lyffa sind keine Mörder. Sie sind Freiheitskämpfer. Ihr eigentliches Ziel ist es, alles intelligente Aliens aus der Sklaverei zu befreien. Ach, wie nobel. Ist mir doch scheißegal. Ich hoffe, die Konstellare Föderation schaltet sie ein für alle Mal aus. Ich respektiere ihre Ziele, aber keinesfalls ihre Methoden. Mit Terrorismus kann man nichts Gutes bewirken. Terrorismus ist nur ein Wort, mit dem große Nationen kleine oppositionelle Kräfte abtun. Wie die Konstellare Föderation ihre Gegner in den Staub tritt und besiegte Aliens zu Sklaven macht, empfinde ich viel eher als Terror. Aber mit den brutalen Methoden von Xeno Lyffa bin ich auch nicht einverstanden, Doktor. Deswegen bin ich zur Ever Dust Company for the Universe Knowledge gegangen. Die von Ekuk sind neutral und haben Respekt vor Gerechtigkeit, Wissenschaft und Wahrheit. Das imponiert mir. Sie rechtfertigen ihr Tun nicht mit politischen oder religiösen Motiven, nur mit gesundem Menschenverstand. Ja, ganz toll, wie die von Everdusk uns immer wieder in die Scheiße reiten. Ich liebe sie. Jack. Sorry, ich bin einfach stinksauer. Verflucht. Verflucht. Verfluchte Xenolifter. Sie sollen verflucht sein. Chapter 1. Self-Justified Sacrifice. Selbstgerechtfertigte Opfer. Vor einem Jahr. Ihr habt euch die falschen Gegner gesucht. Wir haben Besuch. Das Hexsystem ist bereit. Liam, die Geiseln sind unter Kontrolle. Bitte tun Sie meinen Leuten nichts. Wir haben keine Zugangscodes. Gute Arbeit, Jungs. Herrschaften, dürfte ich kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Das ist eine Aktion vom Xeno Lyffa. Sie werden unsere Gäste sein, während wir uns holen, was wir von den Daten Ihrer ausgezeichneten Forschungsarbeit über das Medusa-Virus brauchen. Ich bin beeindruckt, was Sie alles über das kleine Mistding herausgefunden haben. Ihr Beitrag zur Wissenschaft wird die Revolution einen großen Schritt weiterbringen. Und jetzt lassen Sie meine Freunde arbeiten, dann passiert Ihnen auch nichts. Jack, pass auf, dass die verdammten Wachen nicht näher kommen. Mach ich, Boss. Schamane, halt das jetzt stabil, während ich mich in die Datenbank hacke. Ich freue mich schon auf dein neues, verbessertes Turbo-Hack-Werkzeug. Die werden mich nicht mal sehen kommen. Kommen sehen. Abraham, du bist der Boss, während ich mich hier reinhacke. Kümmere dich um die Geiseln. Sie dürfen sich nicht so sicher fühlen, dass sie denken, sie können abhauen. Wenn du sie zu lange ignorierst, mucken sie auf. Aber verängstige sie nicht so sehr, dass sie irgendwelche Harakiri-Reaktionen bringen. Ich verlasse mich darauf, dass du das Team leitest, während ich beschäftigt bin. Hilf Jack bei seinen Aktionen und behalte dabei den Schamanen und den Netzstatus im Auge.
Halt einfach die Situation unter Kontrolle, bis ich mit dem Hacken fertig bin. Dann ist unsere Mission geschafft. Mach ich gern. Und Abraham, vergiss nicht, du kannst uns alles fragen. Das kostet kaum Zeit. Packen wir jetzt einen 10, Oliver. Ja, mitten reingeworfen ins Geschehen. Und damit wurde auch schon so ein bisschen das Spielprinzip von Gods Will Be Watching erklärt. Und zwar, wir haben ja mehrere Faktoren. Wir haben zum Beispiel hier die Geiseln. Da können wir mehrere Aktionen zum Beispiel machen. Beruhigen, brüllen, treten, schießen, Geiselaustausch. Sollte man nicht machen. Die Geiseln sind unsere Lebensversicherung. Denn wie wir hier vorne gesehen haben, er läuft halt ein bisschen langsam. Würde ich auch mit den Stelzen, die er da unten hat. So, hier sind die Sicherheitsleute, die Wachen, die wollen uns überwältigen. Die gilt es zurückzudrängen. Jetzt gucken wir nochmal gerade hier rüber. Und zwar haben wir hier oben unsere Parameter, nach denen das Spiel funktioniert. Im Moment haben wir 100% Sicherheit. Hier ist unser Hackfortschritt, wenn der voll ist, haben wir es geschafft. Und der Turbo-Hack, der muss halt aufgeladen werden. Immer wieder, damit er hacken kann, damit der Hackfortschritt vorangeht. Das Problem ist halt, das Spiel spielt mit bestimmten Parametern. Also alles, was wir machen, läuft auf eine Runde hinaus. Sprich, wenn wir jetzt Aktion durchführen, rücken die Wachen ein Stück näher oder aber ja, die Parameter hier oben wechseln, dann haben wir hier, wie gesagt, seht ihr hier 35% Chance, eine Erfolgsquote. Danach, also das müssen wir halt aufbauen und zusehen, dass wir die Wachen in Schacht halten, zusehen, dass die Geiseln nicht durchdrehen. Die werden hier nämlich immer nervöser im Laufe des Spiels. Wir können sie hinten noch in so einen Pausenraum schicken. Den können wir uns auch mal gerade noch angucken. Und wie gesagt, die Geiseln sind unsere Lebensversicherung hier in dieser Szene. Das weiß ich jetzt zufällig, weil das habe ich mir schon mal angeguckt so ein bisschen. Nichtsdestotrotz, das Spiel ist verdammt schwer. Man muss halt irgendwie diese Mechanik verstehen, sich erstmal in ihre Situation reinversetzen. Wie könnte man jetzt als nächstes irgendwie was... Also es ist eigentlich mehr Zufall als Können in diesem Spiel. Naja, und wir versuchen jetzt halt diesen Medusa-Virus hier hochzuladen. Die Musik ist sehr laut, wie ich finde. Ich hoffe, man hört mich, aber das teste ich dann gleich nochmal, wenn ich hier fertig bin. Und dann werden wir jetzt erstmal den Schamanen sagen, er soll erstmal den Turbo-Hack aufladen. Das würde ich aber gerne ein bisschen weiter hier drüben machen, weil dann seht ihr gleich, dass die Wachen so ein Stückchen näher rücken. So, der soll den jetzt aufladen und dann seht ihr, die kommen ein Stück näher. Ladevorgang läuft, du weißt ja, der Turbo-Hack ist riskant. Man sollte ihn nur einsetzen, wenn die Aussicht auf Erfolg hoch genug ist. Genau, das sehen wir jetzt hier drüben. Also die Wachen sind einen Schritt näher gekommen, die dürfen halt hier nicht reinfallen. Jetzt haben wir 56%, das reicht uns noch nicht. Die Geiseln sehen noch relativ entspannt aus, ne? Er fängt so ein bisschen an. Die Sicherheit ist auch runtergegangen. Dann würde ich jetzt sagen, wir laden gleich nochmal auf den Hack. Jetzt haben wir schon 84%, das sieht gut aus, dass wir da mal was voranschreiten können. Wir schauen mal gerade, wie weit die Wachen sind. Ich glaube, das geht noch. Und in dem Fall würde ich sagen, führen wir jetzt den Hack aus, aber da gehen wir wieder hier rüber ins Bild, damit ihr das auch seht. Wir können dann mit ihm die Wachen auch zurückdrängen, indem wir schießen. Verhandeln können wir halt auch. Irgendwann reicht es aber auch den Polizisten. Und dann überwältigen die uns einfach. Gut, solange die Geiseln hier sind, ist doch alles gut. Wie sehen die Geiseln aus? Es geht noch, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, jetzt Torbeug ausführen. Starte Turbo-Hack-Sequenz. Bist du bereit, Liam? Schieß los. Netzwerkpfade werden stabilisiert. Start der synaptischen Treiber. Erledigt. Kann losgehen. Turbo-Hack ausführbereit. Countdown beginnt. 3, 2, 1. Ausführen. Das war Wahnsinn. Ja, wir haben den Turbo-Hack geschafft. Jetzt schauen wir nochmal gerade nach den Wachen. Oh ja, die sind bedrohlich nahe gekommen. Und dann würde ich sagen, die werden wir jetzt erstmal in die Schranken zurückweisen. Indem wir sie angreifen. Ach, wir werden sterben. So, dann haben wir hier in der Hinsicht schon mal wieder ein bisschen Zeit gewonnen. Dadurch ist jetzt aber unsere Sicherheit, glaube ich, wieder gesunken. Ah, Sicherheit geht doch einigermaßen. Aber ihr seht hier, der Doktor, der ist hier, oder wer auch immer hier, der Kumpel ist nicht mehr so gut drauf. Den werde ich jetzt erstmal treten. Dass wir denen gleich zeigen, dass es mit uns nicht zu spaßen ist. Ich halte es nicht mehr aus. Gut, wir müssen ein bisschen was für die Sicherheit tun. Ich hoffe, der Kumpel da drüben bleibt noch ein bisschen ruhig. Sicherheit verstärken. Klar, die Mistkerle kommen nicht in mein System. Ich muss weglaufen. So, der Kumpel hier will weglaufen. Wie gesagt, wir müssen halt alles so ein bisschen immer
im Auge behalten. Alles ein bisschen abwiegen. Erste Hilfespende, okay. Gut, die sind noch weit genug weg. Wachen. Reden. Schnauze, Waffe fallen lassen. Gut. Dann schauen wir mal, dass wir die Geiseln hier mal so ein bisschen unter... Also der hier wollte weglaufen. Dann würde ich sagen, brüllen wir den mal an. Oder schicken wir den in den Pausenraum. Beruhigen. Die sind alle gerade ein bisschen nervös, ne? Ich beruhige die mal. Das Turbo-Hack-Programm sieht heftig aus. Konzentrieren Sie sich darauf und lassen Sie uns in Ruhe, Mann. Und wie gesagt, immer mal nach den Wachen gucken. Die Sicherheit ist wieder ein bisschen geschrumpft. Ich glaube, die war gerade bei 100% noch. Aber ich würde sagen, wir laden jetzt hier nochmal den Hack auf. Ladevorgang läuft, ja, wie gehabt. Verhandeln. Ich halte nicht mehr aus. Erledigen! So. Eine Geisel verloren. Habt ihr gesehen, der ist jetzt gerade ein bisschen durchgedreht. Und ich glaube, das hat auch unsere Sicherheit jetzt ein bisschen minimiert. Ja, hier hinten, die drehen noch ein bisschen durch. Ich will mal gucken, ob ich was mit Liam machen kann. Was soll sein beim Torwald machen? Pausenraum, Geiseln, grüne Option. Gar nichts. Komm, wir laden noch ein bisschen auf. Den lass mal laufen. Ja, sieht im Moment echt nicht gut aus für uns. Wir haben noch zwei Geiseln. Also bloß noch zwei Lebensversicherungen. Die hier, die kommen. Die müssen wir vielleicht noch ein bisschen beruhigen. Ich habe keine Angst vor dem Tod, nur davor, dass sie die Welt zerstören. Ja, unsere Sicherheit sieht mir miserabel aus. Ich würde sagen, wir kümmern uns nochmal um die Wachen. Einfach nur so ein bisschen einschüchtern. Aber ich glaube, unsere Sicherheit... Warnung. Was ist hier los? Ah, ich glaube, wir müssen die Sicherheit verstärken. Alec, sorry, Abram. Der Techniktyp von denen ist gut. Behalte bitte den Sicherheitsstatus für mich im Auge. So, die Geiseln sind total nervös. Jetzt würde ich sagen, die schicken wir mal in den Pausenraum. Da können wir uns um den hier kümmern. Und zwar, den würde ich sagen, den treten wir jetzt einfach mal. Dass wir dem gleich mal zeigen, was Sache ist. Da hast du. Oh, jetzt haben wir natürlich ein kleines Problem. Den erledigen wir auch. Der muss nicht. Jetzt haben wir hier keine Geisel mehr zur Sicherheit. Und jetzt würde ich sagen, holen wir sie schnell wieder raus hier. Läuft gerade alles schief, denke ich mal, was schief laufen kann. Unser Hexfortschritt ist auch nicht sonderlich weit. Wie gesagt, das ist auch meine erste Runde, also seht es mir nach. Mal so ein bisschen probieren hier. Die Geisel holen wir mal wieder zurück hier. Mit der euren Geisel fertig zu werden, ist nicht leicht, klar. Verdammt, nur noch eine Geisel, da werden die Wachen kaum zögern. Wir haben bald alle Karten abgespielt, aber jetzt werden sie viel aggressiver. Kacke. Ja, das meinte ich ja gerade, also sieht momentan nicht so gut aus für uns. Naja, und wenn uns die Geisel jetzt auch noch durchdreht, dann haben wir ein Problem. Sieht aber recht ruhig aus eigentlich, ne? Die atmet ein bisschen schwer. Holen wir sie mal an. Stehe mir nicht die Zeit, Mann! So, unsere Sicherheit sieht gar nicht mehr gut aus. Ich gucke jetzt gerade nochmal, was hier drüben los ist. Sind noch relativ weit weg, dann würde ich sagen, lad auf. 64%. Dann würde ich sagen, wir versuchen es jetzt einfach mal. Starte Torwerksequenz, bist du bereit hier? Schieß los, Netzwerkpfade werden stabilisiert, starte den synaptischen Treiber. Erledigt, kann losgehen, Torwerk ausführen, Konto beginnen, 3, 2, 1, ausführen. Das war der Wahnsinn.
So, das haben wir geschafft. Wir sollten aber die Sicherheit, glaube ich, gleich mal wieder verstärken. Obwohl, erstmal sollen wir hier die Jungs zurückschlagen. Nein! Die stirbt. Jetzt haben wir aber keine Druckmittel mehr. Ja, man muss sie halt ein bisschen besser kennen, sag ich mal, die Geiseln. Ich glaube auch nicht, dass es möglich ist, das in der ersten Runde gleich zu schaffen. Ich kann das nicht mehr. Wir haben unsere Ziele aus den Augen verloren. Anmeckern, entschuldigen, in Ruhe lassen. Na schön, jetzt sind wir alle tot. Erste Hilfespende überprüfen. Mal sehen, verbleibende Gewebegenerationskit 2. Tja, dann würde ich sagen, viele Optionen haben wir ja nicht mehr. Die Sicherheit verstärken. Es reicht, ihr werdet alle sterben. Da schmeißen sie ihre Granate. Und unsere Runde ist beendet. Gods have been watching. Du hast alle Geiseln verloren. Dein Hackfortschritt lag bei 62%. Du hast eine Geisel leben gelassen. Schamane verlor durch Sicherheitslücke 4% der Daten. 25% der Hackfortschritte sind Turbo-Hack zu verdanken. Du hast dich in der Situation ausgewogen verhalten. Neuer Versuch. Rechtsklick. Ja. Und den neuen Versuch versuchen wir in der nächsten Folge. Vielleicht habt ihr Tipps, Anregungen und vielleicht mal ein kleines Statement dazu, wie ihr das findet. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.